noch. 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Ums Kommando bemüht sich gleich von ganz außen No Child Face. Der 9-jährige schwedische schwarzbraune Hengst von Dream Vacation aus der Ambra OK. Aus dem Besitz von Team Neuhof. Trainer und Fahrer hier Peter Schwarze-Müller. An zweiter Position sieht man Olena, die 4-jährige deutsche schwarzbraune Stute. Von Dream Vacation aus der Desiria Chill. Aus dem Besitz von Stall Antonshof. Trainiert von Gerd Meyer und gefahren hier von dessen Tochter Cornelia Meyer. Dann an dritter Position sieht man Uranoski et al., den 6-jährigen italienischen braunen Hengst von Le Touquet aus der Nikita del Rio. Aus dem Besitz von Daniela Sikora. Trainiert wird er von Peter Schwarzenmüller und gesteuert von Ingenieur Peter Sikora. Und an vierter Stelle sieht man dann noch Power Sophie, die 6-jährige österreichische braune Stute von Sultan Trotschberg aus der Power Cocktail. Stall Lachs und Champagner ist hier der Besitzer Mario Zandarigo, Trainer und Fahrer. Während Programm Nummer 1 Hannes Venus von der Rennleitung ja bereits disqualifiziert wurde, befinden sich die Teilnehmer noch fast einer gelaufenen Runde das letzte Mal auf der Stallseite. In Führung nach einem ersten Kilometer von ungefähr 1,19,0 sieht man No Child Trace nach wie vor in Front, dahinter an zweiter Stelle Olena vor Uranoske Toal und dahinter Power Sophie. Diese vier Teilnehmer klar vor dem disqualifizierten Hannes Venus. Vorne schaltet nun No Child Trace einige Gänge höher, dahinter an zweiter Stelle Olena, sieht noch prächtig aus. Wird jetzt auch in die zweite Spur zur Attacke beordert, dahinter noch Uranos Ketual, während Power Sophia weniger abreißen lassen musste. Zu Beginn des Einlaufs, innen No Child Face, außen in zweiter Spur Olena. Innen No Child Face, außen Olena. Diese beiden Teilnehmer kommen hier im Gleichschritt zum Ziel. Einlauf des heutigen Probelaufs, 5 vor 3, 4 und 2.